Ja, nicht mal so unschwer wieder, wa? Auftrag zugewiesen. Dann nehmen wir uns mal unseren heißen Ofen. Hier. Was ist denn eigentlich mit der Straße hier? Wie weit führten die jetzt? Könnte ich die einfach so nutzen gerade? Ich würde mal eben gucken. Erstmal meine Route hier einzeichnen. Müsste ich mich nicht jetzt hier auf der... Ach da, boah, ich bin... Entschuldigung, dass ich ein bisschen blind bin. Achso, wir können... Okay, das ist Mule-Gebiet. Aber da führt die Straße eben auch drüber. Ist halt die Frage, macht es Sinn, hier durchzufahren? Da sollen wir hin. Und wie ist das so vom Gelände her? Ich glaube, das ist alles okay. Ich mache jetzt einfach eine Route mal quer durch. Stoff hier. Hier. Wow. Hey, die ist ja schon richtig weit, die Straße. Letztes Mal habe ich hier Bruchstücke gesehen. Beziehungsweise eigentlich nur ein Bruchstück. Okay, ich glaube, da hinten ist Ende des komisch. Geht sie denn da runter? Und nee, die geht immer noch weiter. Ist ja fantastisch. Was haben wir denn hier? Okay, nicht übel. Kann das sein, dass ich tatsächlich nur durch Nutzung der Straße anmetzelt bin? Wir gucken mal. Das wäre ja mal. Der Straße angekommen. Aber das ist ja fantastisch, ey. Dranbleiben. Nicht so zu lang. Wir sind jetzt hier. Kann ich mal eben den Markierung wegmachen, genau.
So, wo stecke ich jetzt? Da. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir da durchkommen jetzt. Ich mache mal eine gerade Linie, das wird sich dann zeigen, wo die Gegend hier befahrbar ist. Bitte dranbleiben. Guten Morgen, Sam. Da hinten ist eine Brücke, das ist schon mal gut, wenn ich da drüber komme. Boah, das ist aber viel Geröll hier. Komm ich da rauf? Alles machbar. Oh. Felgen einiges aushalten. Ach, da unten muss ich runter. Okay, fahren wir mal hier runter. Das wird schon ein bisschen steil. Aber passt. Hier können wir auch einfach reinfahren, oder? Willkommen, Sam Porter Bridges. So. Na, das war doch eine schöne Fahrt. Hat mir gefallen. Gerne wieder. So, angeforderte Fracht liefern. Okay, bestätigen. Du bist also Sam Porter? Wir haben dich erwartet. Es hieß, du würdest doch bei den Bond-Tests helfen. Aber vorher wollen wir uns mal die Fracht ansehen. Wunderhübsch. Ich habe nichts zu beanstanden. Das wollte ich dir auch geraten haben. So, das sollte natürlich wieder ordentlich Likes geben hier. Oh, großartiger Frachthelfer. Man hat hier den Titel großartiger Frachthelfer verliehen. Streb nach höherem, dann giltst du schon bald als Frachtträger. Okay. Du hast Lieferungsvolumen Klasse 20 erreicht. Du kannst jetzt mehr Fracht tragen. Ja, das gefällt mir. Jemand anderes zufriedengestellt? Habe ich das gerade richtig gelesen? Das ist immer gut. Diese Bots funktionieren außerhalb des Netzwerkversorgungsbereiches nicht. Dann wollen wir das Verteilerzentrum mal anschließen. Oh ja.
Sehr gut. Bridges Stiefel Stufe 2 gibt es nun. Neue Interviewdaten, ja. Da kümmere ich mich ja nicht so drum. Okay. Und wir sind drin. Ich beginne die Tests vorzubereiten. Und du wartest auf Nachricht vom HQ. Vielen Dank, Sir. Jetzt kann die letzte Testphase der Bots beginnen. Ich habe sie selbst entworfen. Ich hoffe, dass sie die Last etwas mindern können. Im Gegensatz zum menschlichen Boden gibt es keinen Leeresturz, wenn einer ausfällt. Vor dem gestrandeten Tod waren Wissenschaftler besorgt darüber, jemand könne eine KI programmieren, die klüger wäre als jeder Mensch. Aber dazu kam es nie. Maschinen verursachen keine Leerestürze. Sie sterben nicht. Sie haben keine Strände. Wie weit sie sich auch entwickeln mögen, den Tod werden sie nie verstehen wie wir. Und deshalb werden sie uns nie wirklich übertreffen. Begib dich zum Lieferterminal. Ich erkläre dir, wie man die Bots steuert. Und keine Angst, ich behalte von hier aus alles im Auge. Okay, ich bin ja quasi im Lieferterminal, oder? Diese autonomen Lieferbots sollen einige Aufträge für dich abwickeln. Nur einfache Allerweltsaufträge. Sieh dir an, was zur Auswahl steht. Okay. Auf schlechten Straßen nimmt von Bots transportierte Fracht leicht Schaden. Nutzt dein Bot aber eine gut erhaltene Straße, stellt er die Fracht wahrscheinlich in besserem Zustand zu. Und schneller unterwegs ist er dann auch. Bedenke das, wenn du sie losschickst. Ja, okay. Auswählen. Auftrag annehmen. Interessant. Ja. Die ist hier cool. Jo, hau rein, Junge. Das ist witzig. So ein wenig auch. Jetzt warten wir darauf, dass der Lieferbot sein Ziel erreicht. Momentan gibt es nur einen, aber wenn der Test gelingt, gehen wir zur Massenproduktion über. Dann kannst du sie selbst losschicken. Oh, ich habe mich vertan. Wir konnten noch einen Lieferbot für die Feldversuche zusammenzimmern. Über diesen kannst du frei verfügen. Sorry. Okay. Das Baby jammert wieder. Danke, Sam. Wir sprechen uns später. Gute Arbeit, Sam. Alle werden von diesen autonomen Lieferbots profitieren. Von den Bewohnern der Städte und Wegposten bis zu den Preppern im letzten Winkel. Aber du musst erschöpft sein. Warum machst du nicht mal Pause? Ich wette, dein Bibi könnte auch eine gebrauchen. Geh zum privaten Raum. Los. Jetzt wird man auch schon in den privaten Raum geschickt hier. Ich war eigentlich noch voller Energie. Ich wollte jetzt noch. Aber gut. Gut. Das war nur ein Top. Oh, das ist doch sicher fragile, oder? Wer sollte sonst hier bei mir duschen? Ich weiß zwar nicht, warum sie bei mir duscht, aber okay.
Oh, Entschuldigung. Bisschen indiskret gewesen. Ich wollte ja nur auch duschen. Ich dachte, das ist meine Dusche. Ich könnte mal eben... Tut mir leid, ich wollte dich nicht erschrecken. Du hast geschlafen, als ich hier ankam. Danke für die Dusche. Ja, klar. klar. Hör zu. Ich muss das fragen. Ich habe Dinge gehört. Über dich. Sie lässt sich mit Terroristen ein? Trau ihr nicht. Sie ist bloß eins von Hicks hirnlosen Opfern. Sie ist eine echte Heldin, diese Frau. Sag, Sam, was bedeutet Amerika für dich? Bei meinem Dad klang es immer, als wären wir etwas Besonderes. Der Leim, der alles zusammenhält. Mehr als eine Nation. Ein Symbol der Freiheit und Hoffnung. Wir können das wiederhaben, wenn wir weiter ausliefern und die Menschen verbinden. Das glaubte er. Ich war fertig nach seinem Tod. Da trat Hicks auf den Plan. Gemeinsam können wir Pakete von Küste zu Küste liefern. Damals hatte er westlich von hier ein Monopol. Eine Partnerschaft war für uns beide von Vorteil. Zuerst liefen die Geschäfte auch gut. Doch dann, vor einem Jahr, fingen diese Fanatiker an, Ärger zu machen. Die Schweine haben unser System gekapert. Irgendwie kamen sie an unsere Sicherheitsausweise und damit in die Städte hinein. Und plötzlich lieferten wir Waffen und Bomben statt Medikamente. Und ich ahnte nichts. Wir waren bloß Rädchen in einer Terrormaschine. Hicks steckte hinter all dem. Und zu allem Übel bekam er eine alte Atombombe in die Finger, die ich dann mitten hinein nach Middle North City trug. Willst du sagen, dass... Ja. Ich war es. Ich habe sie hochgejagt. Das wäre alles nicht passiert, wenn ich nicht so blind gewesen wäre. Ich ließ nichts unversucht, um zu verhindern, dass South North City zerstört wird. Ich wollte die Bombe aus der Stadt schaffen. Doch Hicks war mir einen Schritt voraus. Er hat mich sehr hart bestraft. Manche Wunden, die verheilen nie. Was mir noch an Zeit bleibt, das hat sich der Regen geholt. So, jetzt weißt du's. Alles ist wahr. Bis auf die ganzen Lügen. Ich schere mich ein Teufel um Bridges oder den Wiederaufbau Amerikas. Aber ich werde Hicks und ein paar Terroristen nicht das Vermächtnis meines Vaters in den Dreck ziehen lassen. Darum bin ich zu dir gekommen. Und? Vertraust du mir? Ich werde für dich da sein, Sam. Du musst mich nur rufen. Ja, ich vertraue schon. Die Geschichte klingt plausibel. Was ist los hier? Bewegungsanfrage, finde einen Chip mit einem seltsamen Symbol drauf. Ja. Gerne. Sollte ich jetzt noch schnell duschen? Ich glaube, können wir auch nächstes Mal machen, ne? Kurz mal nach Bibi sehen und dann direkt wieder los hier. Sieht glücklich aus. Sehr schön.
Okay. Kryptobiot essen. Ach komm, wenn wir es meinen. Bisschen Happa Happa. Jam. Schon eine sehr coole Art, die zu essen. So, Kopfverdeckung. Okay. Und unsere Balle wollen wir auch wieder. Alles andere, glaube ich, muss ich jetzt gerade nicht machen. Wir können privaten Raum verlassen. So, theoretisch habe ich also jetzt noch einen autonomen Lieferort. Die du ins Netzwerk integriert hast, konnten wir noch mehr Archivdaten retten. Leider habe ich immer noch nichts über die Ursprünge der BBs herausgefunden. Und auf die Dienstakte von BB28 habe ich gar keinen Zugriff. Wenn ich wenigstens dort reinkäme, könnte ich dir vielleicht sagen, warum du diese seltsamen Episoden erlebst. Okay, ich bleib am Ball. Tu du das auch. Sam, such am Terminal nach verfügbaren Aufträgen. Jo, ich war dabei. X hat Fragile reingelegt, oder? Wieder heimlich gelauscht? Alles in deinem Handschellenprotokoll. Und mittels des chiralen Netzwerks konnten wir Middle North Cities Regionalarchiv wiederherstellen. Die Daten stützen ihre Geschichte. Du musst mir nicht sagen, was war es und was nicht. Ich konnte es in ihrer Stimme hören. Der Mistkerl hat sie verarscht. Dann spricht hoffentlich nichts gegen eine Zusammenarbeit. Natürlich. Gute Nachrichten. Der von dir gesandte Bot hat sein Ziel erreicht. Yay. Der Test war erfolgreich. Ich habe noch einen für dich vorbereitet. Nimm ihn als Dankeschön. Ja, Dankeschön. Und noch etwas, Sam. Dem Terminal wurde ein neuer Liefertyp hinzugefügt. Deine harte Arbeit bleibt nicht unbemerkt. Deshalb denkt man darüber nach, künftig einen Premium-Dienst anzubieten. Natürlich. Wieso sich freiwillig zusätzliche Beschränkungen aufhalsen? Aber wenn du es schaffst, verbessert das deinen Ruf weiter. Wenn dich also jemand bittet, innerhalb eines Zeitlimits zu liefern, könntest du ein noch niedrigeres Limit anbieten und dir bei Erfolg eine bessere Bewertung verdienen. Wenn du eine Herausforderung suchst, probiere es mal aus. Jetzt darf ich hier für Amazon Prime liefern. Es musste ja darauf hinauslaufen. Aber ich würde jetzt erstmal gucken, was meine Standardbots, was wir da haben. Metalllieferung, Metalle, Lieferung, proteinreiche, essbare Pflanzen. Mal eben gucken. Das dein, das dein. Dacht an den alten. Und das geht an Lake North City. Da ist natürlich der Vorteil, dass der wieder die Straße benutzen kann. Ne? Nimm das mal. Die.
Ich mag die Viecher. So, dann nehmen wir selber aber auch nochmal einen Auftrag an. Messgerät. Besser. Wetterstation. Von hier nach dort. Okay, das klingt interessant. Ach ja, und hier ist ein Chip mit einem geheimnisvollen Symbol zu bergen. Also da ist ja wahrscheinlich, obwohl das geht noch, ne? Es ist zwar Gebirge, aber es ist jetzt nicht so hoch. Ich dachte, und wie sieht das hier aus? Das ist ja eigentlich nur ein kleiner Weg. Ich glaube, den nehmen wir mal zuerst. Okay, brauchen jetzt ja eigentlich nur... Ja, Mini-Weg. So, ja, ich wollte nur bestätigen. Gut, das Teil ist im Aufzug, das ist okay so. Und was haben wir jetzt? Komm, bestätigen. Okay. Auftrag zugewiesen. Ja, und du sagst es. Waffeneinschränkung aufgehoben. Wo muss ich denn hin? Das sehe ich noch nicht, ne? Sollte mir erst eine Route eintragen. Ja, irgendwo hier. Gelbe Waffeneinschränkung aufgehoben. Oh, das ist ja auch zum Fahren jetzt nicht gerade so optimal, ne? Aber da ich faul bin, aua, fahr ich trotzdem. Sieht im Moment ein bisschen ungeschickt aus, aber das hat alles einen tieferen Sinn. Das ist eine interessante Schlucht hier. Kann es sein, dass mein Ziel da unten drin ist? Was haben wir da? Robotchip. Ist das das, was ich suche? Mal klettern. Kletter mal. Wow! Was nennst du klettern? Augen auf. Ich nenne das auf die Fresse fallen. Ja, ganz, ganz ruhig, Baby. Ich weiß, das war nicht geschickt. Aber Sim ist schuld. Baby ist doch gut. Und
gut, dann ist gut. Baby sehen. Beruhigen. Alles gut, alles gut. Okay, ich glaube, es reicht.